Hallo und herzlich willkommen bei Tutti Essenzi. Wir sind beim nächsten Produkt des Monats und zwar das goldene Mispelchen vom Bamble Gin. Das ist eine hessische Spezialität und besteht aus der Mispel und Apfelbrand und Apfellikör. Schon in den 70ern haben die hessischen Apfelwein Gastwirte gerne mal eine Mispel im Calvados serviert, weil das so gut mit zusammenpasst. Mispel ist ja auch ein Bestandteil der meisten oder von vielen Apfelweinsorten. Jetzt haben sich die Macher von Bamble Gin, in deren Bamble Gin wir auch schon mal vorgestellt haben, gedacht, jetzt machen wir mal was ganz Besonderes. Und damit kam die Mispel hinein in das Schraubglas, die Likör- und Branntweinmischung drumherum. Wir haben es verkostet. Wir finden die Aufmachung erstmal sehr schön, sehr attraktiv und vom Geruch her haben sie sofort süße Frucht, pfirsichartige Noten und am Gaumen schmeckt es wie eine Mischung aus eben diesem Brand und dem Likör. Man hat also diese sehr alkoholischen Noten zusammen mit der Süße des Likörs. Das verbindet sich zu einem sehr angenehmen Geschmack. Die Frucht, die schmeckt wie eine Frucht aus dem Rumtopf, also sehr alkoholisch, aber auch sehr aromatisch und ist auch nicht zu bitter. Zur Verwendung würden wir empfehlen, ihn vielleicht zum Nachtisch zu nehmen, vielleicht auf dem Vanilleeis. Vielleicht gibt es ja noch andere Variationen, wie man es genießen könnte. Eine Idee wäre es auch, die Mispel vielleicht auf zwei Gläser aufzuteilen, den Likör dazu zu geben und mit Sekt aufzugießen. Das wäre dann so eine Art Spritz. Unser Fazit, eine ungewöhnliche Komposition, die Darreichungsform im Schraubglas ist auch eine sehr gute Idee, könnte man gesellig gut nutzen, wenn man vielleicht nach einem leckeren Grillabend jedem ein kleines Gläschen hinstellt. Das Aha-Erlebnis ist auf jeden Fall garantiert und für 3,99 Euro das Fläschchen oder das Gläschen besser gesagt auf Amazon ist kein Problem, es gibt auch noch andere Anbieter. Ja, ich würde sagen, probieren Sie es mal aus. Bis bald. Tschüss.